Mein Name ist Roy Tedeschi, ich bin 24 Jahre alt, trainiere seit knapp 10 Jahren Kampfsport, habe an die 20 Kämpfe im MMA und Muay Thai Profi- und Amateurbereich und bin seit ungefähr einem Jahr Coach bei Munich MMA. Ich bin Kevin, 24 Jahre alt. Als Kind habe ich mal Judo gemacht für ein paar Jahre. Heute studiere ich Theater, Film und Fernsehkritik an der HFF München. Hi Raoul. Hey Kevin. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit für uns nimmst. Unser Plan für heute ist, dass ich dir ein bisschen was über den Eröffnungsfilm The Art of Self-Defense erzähle, während du... Ich erkläre dir was über Kampfsport heute. Alles klar, klingt doch gut. Dann gehen wir uns erstmal umziehen. Ich zeig dir die Umkleiden, komm. The Art of Self-Defense ist der diesjährige Eröffnungsfilm vom Filmfest München. Darin spielt Jesse Eisenberg das Opfer einer willkürlichen Gewalttat, das daraufhin beschließt, Karatestunden zu nehmen, um sich selbst zu verteidigen. I want you to tell me why you're here. I'm afraid. I'm afraid of the dark. I'm afraid of other men. I want to be what intimidates me. You came to the right place. So dann, legen wir los. Das ist der braune Gürtel, Kollege. Das ist der zweithöchste, den es gibt. Ja, ich dachte, es sei witzig, weil ich doch zum ersten Mal und... Gar nicht mal so lustig eigentlich. Wenn du einen braunen Gürtel trägst, roll ich auch so mit dir. I'm taking my first class today. Your new white belt? Is that the first belt color? White is before color. You haven't earned color yet. Durch den Kampfsport bekommt der neurotische Einzelgänger Casey das Gefühl, dazuzugehören. Je länger er allerdings dazugehört, umso mehr muss er feststellen, dass der Leiter des Studios vielleicht doch nicht das Vorbild ist, was er sich eigentlich erhofft hat. You're a blade and I'm sharpening you. I see a little of myself in you. Is that you, Sensei? Why are you filming this? This isn't a safe place, Casey. Als Casey vom Sensei eingeladen wird, an der sogenannten Night Class teilzunehmen, muss er feststellen, dass es dort um einiges brutaler zugeht und manchmal selbst das Abklopfen nichts mehr hilft. Puh. Raoul, wie ist denn das bei dir? Stehst du als Kampfsportler auch auf Kampfsportfilme? Tendenziell eher weniger. Also in den meisten Fällen fehlt mir da das realistische Element. Gibt es denn Filme, wo du sagen würdest, da ist es realistisch inszeniert? In den letzten Jahren hat sich eigentlich nur so eine Filmreihe wirklich hervorgetan. Das ist John Wick mit Keanu Reeves. Der hat sich super vorbereitet für diese Szenen, hat eine sehr lange Zeit lang Jiu-Jitsu trainiert und taktischen Waffenumgang. Und da sind vor allem in den ersten beiden Filmen sehr realistische Kampfsportszenen dabei, die genießbar waren. There's a mental component as well. Everything should be as masculine as possible. Im Film gibt es einige Figuren, die sich ziemlich sexistisch und frauenfeindlich verhalten. Wie siehst du da den aktuellen Stand im Kampfsport? Könnte nicht ferner der Realität sein, um ehrlich zu sein. Also Frauen-MMA vor allem ist riesengroß am Wachsen. Einige der besten Kämpfer der Welt, technisch gesehen vor allem, sind Frauen. Valentina Shevchenko, Amanda Nunes. Today's lesson, to kick with your fists and punch with your feet. That makes perfect sense. Was mir besonders gut gefallen hat, war Jesse Eisenbergs Performance. Neurotische Figuren kann er ja sowieso spielen wie fast kein anderer. Hier kommt noch eine ganze Menge Humor dazu, der meistens auch sitzt. Für Regisseur Riley Stearns, der auch das Drehbuch geschrieben hat, ist es erst der zweite Langspielfilm. Ihm gelingt in The Art of Self-Defense der Balanceakt zwischen witzig und komplett übertrieben auf der einen Seite und traumatisch und tragisch auf der anderen ziemlich gut. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Film einige ziemlich brutale Szenen enthält. Der Film wird ja beworben als unkonventioneller Instant-Comedy-Klassiker. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber er ist unterhaltsam und spannend, enthält überraschende Twists und ist, und das stimmt, absolut unkonventionell. I know you're confused about what's happening. You have to trust
So, das war's mit Kevins Kampfsportkritik. KKK. Okay, Leute, das geht so nicht mit der Abkürzung. Das können wir nicht machen. Raoul, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und mir ein bisschen was über Kampfsport gezeigt hast. Jederzeit gern. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich das nächste Mal mit so einer Idee zu dir komme wie Filmkritik während Kampfsport, dann hau mir doch einfach direkt eine rein, ja? Versprochen. Alles klar, danke dir.